Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Enkel für Fortgeschrittene. Der kommt jetzt auch endlich fürs Heimkino raus und storytechnisch geht es immer noch um Karin, Gerhard und Philippa. Die müssen sich jetzt einer neuen Herausforderung stellen, denn Philippas Tochter Annika ist hochschwanger und sucht für ihre Schüler Nachmittagsbetreuung jemanden. Allerdings das große Problem ist, sie findet niemanden. Dementsprechend müssen die drei Rentner aushelfen. Und man kann sich schon denken, das schlägt in eine ähnliche Kerbe wie der erste Teil. Allerdings haben wir hier storytechnisch das Ganze so ein bisschen anders aufgezogen, weil zwar Karin immer noch so im Mittelpunkt steht, aber die anderen Figuren gefühlt wesentlich mehr Screentime und vor allem halt auch wesentlich mehr Tiefe und emotionale Momente bekommen. Und das ist sehr, sehr schön, weil die Figuren auch ein bisschen anders auftreten, ein bisschen sich entwickeln können, im Gegensatz zum ersten Teil, wo sie halt sehr standardisiert, so wie sie geschrieben wurden, halt sehr klare Charakterzüge hatten. Und dementsprechend muss man sagen, hat der Film natürlich aber auch trotzdem noch sehr viele Cringe-Momente, vor allem am Anfang. Also da ist viel Fremdscham mit dabei, aber vor allem der Mittelteil hat mich echt weggehauen. Der ist emotional sehr tiefgehend, hat schöne Momente mit dabei und das hätte ich bei dem Film erstmal so gar nicht erwartet. Weil man auch sagen muss, dass einige Figuren, die ich zum Beispiel im ersten Teil, wie die Figur der Philippa, sehr anstrengend fand und das macht Barbara Sukowa hier deutlich angenehmer, sehr viel besser ist diese Figur geschrieben und man connectet richtig mit dieser Figur und ja, kann mit ihr auch wirklich mitfühlen, was im ersten bei mir auf jeden Fall nicht so war. Dazu haben wir auch noch Heiner Lauterbach, der ebenfalls natürlich diese sehr kühle Figur am Anfang hat, aber dann nach und nach etwas auftaut und es ist eine sehr schöne Facette, die ich von Heiner Lauterbach so in dieser Form noch nicht gesehen habe und das ist einfach toll. Los, alter Wettermann, helf mir bei Bio. Hilf, lern erstmal Deutsch. Nein, erst Bio. Dementsprechend insgesamt der ganze Cast ist immer noch gut besetzt, aber die Figuren entwickeln sich weiter und das hat mir echt Spaß gemacht, dazu zu gucken. Vor allem, weil es zum einen immer noch sehr klamaukig ist an einigen Stellen, trotzdem aber viele tolle Momente erschaffen werden. Und jetzt für zu Hause ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Den kann man sich angucken, der ist sehr unterhaltsam. Man muss manchmal über ein paar Fremdscham-Momente hinwegsehen, weil dann wirklich mehr Tiefe doch mit dabei ist. Dementsprechend dann 4 von 5 Punkten für zu Hause. Im Kino hätte ich ihm 3 von 5 Punkten gegeben. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.